Thorsten, ein guter Start der Saison, auch für dich persönlich. Wie blickst du zurück auf die 4 Spiele? Ja, ich denke, dass wir bis auf das letzte Spiel gegen Adel Den Haag insgesamt sehr gute Spiele gemacht haben. In Emmen war ein bisschen verrücktes Spiel gleich zum Auftakt. Aber ich glaube, dass wir da großen Teamgeist gezeigt haben, große Willensstärke, das Spiel dort zu gewinnen und dann meiner Meinung nach am Ende auch verdient. Dann Herrenveen und Utrecht davor zu Hause am zweiten Spieltag, denke ich, waren sehr gute Spiele, wo wir vielleicht hätten einen oder anderen Punkt noch mehr verdient gehabt. Gerade auch in Herrenveen, glaube ich, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, dann leider mit den 2 roten Karten haben wir dann dort das Spiel verloren. Was nicht so gut war, war jetzt das Spiel zu Hause gegen Ado. Ich denke, dass das von beiden Mannschaften kein gutes Spiel war. Und gerade für uns ist es schon wichtig, solche Spiele dann zu Hause auch zu gewinnen und da die Punkte zu holen. Aber gut, ich glaube, wir sind alle auch noch so ein bisschen in der Findungsphase. Wir haben eine relativ neue Mannschaft, viele Neuzugänge, haben jetzt auch nochmal neue Spieler dazu bekommen. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, unsere Leistung zu stabilisieren und dann auch den nötigen Punkt einzufahren. Und dann spielst du gut, aber du wärst verletzt. Wie schwer ist das? Ja, war ärgerlich. Ich habe es eigentlich genau gemerkt, als ich den Ball gehalten habe, dass es eine Verletzung ist und dass es wahrscheinlich nicht mehr weitergeht. Wir müssen jetzt mal sehen, wie lange das dauert. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich zurückzukommen. Habe jetzt auch Glück durch die Länderspielpause, dass kein Spiel am Wochenende ist, weil das würde sicherlich nicht funktionieren für mich. Jetzt gucken wir einfach mal, dass das so schnell wie möglich wieder gut wird. Du hast nun eine erfahrene Verteidigung für dich. Bemerkst du das? Insgesamt haben wir schon eine junge Mannschaft. Sicherlich die Verteidigung ist sehr erfahren, auch schon ein bisschen älter, sage ich jetzt mal. Aber wichtig ist, dass man, egal ob jung oder alt, dass man das Gefühl hat, dass man sich auf den Nebenmann verlassen kann. Und das Gefühl habe ich, wenn ich das jetzt auf die Abwehr beziehe, auf jeden. Ich glaube, wir wissen, was jeder kann und wir haben da sehr gute Spieler. Und die Erfahrung hilft natürlich auch in kritischen Situationen zum Beispiel merkt man das vielleicht doch, dass ein erfahrener Spieler vielleicht ein bisschen ruhiger bleibt wie ein junger. Nun, dann hoffentlich sehen wir dich schnell wieder im Tor. Gute Genesung. Dankeschön.